Hallo zu einem neuen Video auf dem Business Intelligence Kanal. Heute sehen wir uns die Eingabe von Daten in einer Tabelle am SQL Server an. Bevor wir loslegen können, bitte ich euch, diesen Kanal zu abonnieren, um noch mehr Videos für diesen Wissenstransfer im Bereich Business Intelligence anbieten zu können und bedanke mich bei allen, die diesen Kanal dadurch unterstützen. Jetzt starten wir los. Wenn ich manuelle Dateneingabe höre, muss ich immer an die größten Lügen im Büro denken. Mache ich sofort, das war ich nicht, gestern ging das noch. Damit das nicht vorkommt, sehen wir uns die Dateneingabe nun im Detail an. Vorweg sei gesagt, dass Daten mit einer Reihe von verschiedenen Methoden in die Datenbank am SQL Server eingefügt werden können. Da gibt es die direkte Variante, welche wir uns heute ansehen, oder auch mittels SQL-Sprache, Datenimport oder mit einer externen Anwendung. Sehen wir uns das an einem Beispiel nun konkret an. Ich befinde mich nun auf der AdventureWorks Datenbank und werde mir nun für dieses Beispiel eine Tabelle heraussuchen. Dazu verwende ich bei den Tabellen Warehouse Entry und habe nun die Möglichkeit, in diesem Object Explorer mit einem Rechtsklick auf Edit Top 200 die Dateneingabe für diese Tabelle zu öffnen. Vorsicht, wie ihr seht, öffnet es die Top 200 oder auch häufig Top 1000. Bitte beachtet das und ihr könnt das auch dementsprechend anpassen. Dazu wählt ihr nun im unteren Bereich ebenfalls einen Rechtsklick, selektiert Pan und wählt nun den SQL-Abschnitt aus. Dann wird ein SQL-Editor geöffnet im oberen Bereich und wie ihr seht, gibt es nun in diesem SQL-Abfrage nun das Top 200, welches wir nun entsprechend herausgeben können und anschließend eine erneute Ausführung durchführen können. Wie ihr seht, sind uns nun alle verfügbaren Datensätze im Editiermodus vorhanden. Nun kann ich eine Dateneingabe durch einfache Selektion wie in Excel diese durchführen. In diesem Fall gebe ich nun eine neue Nummer ein, gebe ein neues BIN-Code dafür an, also Location, und kann auch nun das Datum einfügen und bestätige mit OK. Wenn ich das durchgeführt habe, ist bereits dieser Datensatz in der Tabelle vorhanden. Wenn ich nun die Abfrage ausführe, sehen wir nun, dass dieser Datensatz mit der Nummer 8, welche wir vorhin eingegeben haben, nun auch in der Tabelle vorhanden ist. Wir können auch über diesen Editiermodus nicht nur Daten eingeben, sondern eben auch editieren und anpassen. Wenn ich nun zurückwechsle in die Dateneingabe, kann ich auch diesen bestehenden Datensatz nun entsprechend anpassen. Und die Aktualisierung erfolgt durch Betätigen der Enter-Taste. Wie ihr seht, könnt ihr so relativ einfach eine Dateneingabe in einer bestehenden Tabelle durchführen. Ein wichtiger Hinweis an dieser Stelle ist, dass für jene Spalten, welche automatisch generierte Werte beinhalten, keine Eingabe erfolgen soll. Das sind zum Beispiel Identitätsspalten oder eben auch Zeitstempelspalten und so weiter. Man könnte sozusagen diese Spalte mit dem Datum auch automatisiert für diese Spalte in der Tabelle hinterlegen. Man muss diese nicht manuell einfügen, sondern diese wird automatisch mit dem aktuellen Datum eingefügt. Und normalerweise verhindert auch der SQL Server, dass Daten in solchen Spalten dann eingegeben werden können. Weiters sei angemerkt, dass ein Nachteil dieser direkten Eingabemöglichkeit
in einer Tabelle jener ist, dass nur wenige Datensätze eingegeben werden können. Wenn du mehrere Datensätze in diese Tabelle einfügen möchtest, ist eben das Importieren von Daten zu empfehlen, welche in einem anderen Video vorgestellt wird. Des Weiteren sei auch noch erwähnt, man kann auch entsprechend Kopien einer bestehenden Datensatzreihe auch einfügen oder auch mehrere. Das ist nicht limitiert auf ein Datensatz, sondern auch auf mehrere. Wenn ich nun auch hier bestätige, werden nun diese Datensätze eingefügt. In diesem Fall erhalte ich noch einen Hinweis, dass diese Datensätze nun erfolgreich eingefügt worden sind. Ich hoffe, ich konnte euch dieses Thema näher bringen. Falls ihr Fragen dazu habt, hinterlasst mir einfach einen Kommentar. Ich werde versuchen, euch zu antworten und ich hoffe, wir sehen uns im nächsten Video. Bis dahin alles Gute und viel Erfolg!